Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Beim letzten Video ist mir ein kleines Malheur passiert. Eigentlich war der Plan, dass... oder nee, wie soll ich sagen? Oh, die Ente lenkt mich so ab. Mach die. Eigentlich wollte ich das letzte Video, dass es länger wird. So, und beim Zusammenschneiden ist mir aufgefallen, dass es schon recht lang ist. Und ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen mit reinnehmen. Jetzt fehlt sozusagen der Anfang von dem nächsten Video. Den mache ich hier gerade. Also nicht wundern, wenn gleich mit einmal die Haare wieder länger sind. Ja, passiert. Geh weg, Huhn! Ich glaube, ich werde hier gleich attackiert. Ja, im letzten Video hatte man ja gesehen, dass wir da Fundament gemacht haben für die Bühne. Und das ist inzwischen getrocknet. Und jetzt geht es weiter mit dem Aufbau der Bühne. Also, wie sage ich jetzt? Bis letztes Mal? Nee, keine Ahnung. Jetzt führen wir erstmal weiter. Ja, kurzer Zwischenstand. Der Beton ist trocken. Also, da ist der Beton. Da haben wir hier bloß ein kleines Fundament gemacht. Habt ihr ja gesehen eben gerade. Das ist jetzt ausgetrocknet. Ja, das ist ausgetrocknet. Steht jetzt 3 Tage. So, jetzt habe ich die Bühne schon mal grob hingestellt. Ja, so. Bühne, Bühne, Bühne. Und richte die jetzt noch mehr aus, dass alles in Waage steht. Dass die wenigstens etwas gerade ist. Und ja, der Löcher bohren, Kleber rein, Bolzen rein. Oder Gewindestangen sind das ja einkleben. Und dann werde ich nochmal 3 Tage warten. Aber ich zeige das einfach. Ich zeige das. Alles wird gut. Ach so, zu meiner Verteidigung. Ich finde, das sieht schief aus. Aber. Warte. Der Blub sagt es gerade. Also. Na gut, hier nicht hundertprozentig, aber 47,3. Ja. Ja, wie gesagt, das sieht, optisch sieht das schief aus. Aber. Oh, habe ich nur hingefilmt. Na egal. Ja, Wasserwaage sagt das gerade. Vielleicht ist die Wasserwaage auch doof. Aber ich mache das jetzt trotzdem so. So, ich habe jetzt hier ermittelt. Ich weiß ja, mit dem Bohrer wurde die Bühne. Oha. Die Bühne schon mal zusammengebaut. Da habe ich hier gemessen. Und dann nicht mal 20 cm. Finde ich nicht so gut. Im Internet habe ich gelesen, 25 cm Gewindestangen. Bei Wirt haben die Dinger auch plus 20 cm. Ne, 25. 20 im Boden und 5 guckt raus. Jetzt habe ich hier mir Gewindestange geholt. Da würde ich aber doch schon 33 machen. Dann kriege ich hier 3 Stück immer raus. Ich glaube, wegen der Sicherheit ist das besser. Aber wie ich jetzt flex, sage ich nicht. Weil dann meckern wieder welche. Kenne ich ja alles schon. Ja, hat jetzt tatsächlich ein bisschen länger gedauert mit den Löchern. Wurde ein paar Mal abgelenkt. Jetzt ist auch schon dunkel draußen. Aber egal. Jetzt habe ich die Löcher mal alle reingebohrt. Die Stangen habe ich alle jetzt 33 cm gemacht. Und dementsprechend die Löcher. Jetzt werde ich die Dinger einkleben. Und dann erstmal 1-2 Tage in Ruhe lassen. Und dann sollte es eigentlich erstmal halten. Joho, da bin ich wieder. So, eingeklebt habe ich sie. Na gut, sieht jetzt genauso aus wie vorhin. Folgendes ist passiert. Ich hatte mir im Baumarkt, ich hoffe, das sieht man hier ein bisschen, solche 0815 Dinger hier gekauft, Spritzen, Dinger, Bummens. Die sind allerdings ist der Griff hier verbogen. Es geht reichlich schwer da raus. Hier, so sieht ja die Kanüle eigentlich aus. Ah, sieht man das? Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das ist, dass er bis zum Schluss die Scheiße mixt. Aber, ja, fokussiert er das? Nö. Warte, ich gehe mal ein Stück vor. Ich habe das einfach mal abgeschnitten.
sah für mich vermischt aus, als es rauskam. Ging dann schon etwas besser. Und dann habe ich hier die Silikonspritze noch gehabt. Ich glaube, ist auch bloß so eine billige. Und dann ging es raus. Ich habe aber auch 3 Stück hiervon gebraucht. Ich hoffe, das ist auch der richtige, aber ich glaube, beim letzten Mal hatten wir das auch. Ja, jetzt lasse ich das mal 1-2 Tage trocknen. Dann will ich die Bolzen festziehen. Ich habe jetzt schon mal, hier die 3 hatte ich zuallererst gemacht, schon mal gezogen, also scheint schon ein bisschen fest zu sein. Aber ich lasse das trotzdem noch in Ruhe. Soll das mal in Ruhe aushärten. Wir haben jetzt Freitagabend und ja, Sonntagmittag, denke ich mal, werde ich das schon mal versuchen, ein bisschen festzuziehen. Und wenn der erste halt sich löst, dann warte ich noch 1-2 Tage. Ist ja auch egal. Ich nehme euch mit auf die Reise, ob die Bühne umfällt oder nicht. So, nee, ich nochmal. Bevor ich die letzte Spritze gefunden habe, habe ich gedacht, ach, massier mit der Schraubzwinge. Da war der Plan. Oh, scheiße, das ist bestimmt zu dunkel. Das Gerät hier wollte ich da raufpacken und dann damit drücken. Allerdings, komm mal wieder mit hier, geht das nicht zu drehen. Hat die schon so lange draußen, die Scheiße, festgefroren. Schon Rostlöser raufgemacht, aber dann ist mir ja noch eingefallen, dass ich noch so ein anderes Ding habe. So, gut, jetzt, bis Sonntag. Und zack, ist es Sonntag. Mensch, wie die Zeit verfliegt. Mann, Mann, Mann. So, Stand heute, wartet. Wie ging das hier nochmal? So. Hab die Dinger schon mal mit der Hand jetzt vorgedreht. Also erstmal, so fassen sie sich ja fest an. Mach die auch jetzt erstmal bloß so einen Schlüssel fest. Muss erstmal reichen. Ja, im Grund und Ganzen. Scheint das erstmal fest zu sein. Hallo. Ich lasse das jetzt trotzdem erstmal, also ich mache jetzt alle fest. Erst bloß mit der Hand. Und dann mit dem Schlagschrauber warte ich lieber noch 1-2 Tage. Ich muss hier sowieso ein bisschen aufräumen noch. Wartet mal, ich muss mal hier die Kamera erstmal anlässt. So. Ich muss hier erstmal alles wegräumen. Hier unten fehlt ja noch die olle Leiste. Hydrauliköl fehlt, glaube ich, auch ein bisschen was. Und dann hier alles erstmal abfegen. Reifenmaschinen müssen da eh weg. Damit man hier überhaupt mal mit dem Auto rauffahren kann. Achso, die Arme von der Bühne, die kann ich auch schon ranmachen. Und dann mal hoffen, dass das überhaupt alles hält. Gut. Ich glaube, ich fange erstmal mit der Arme ran machen an. Oh, was ist denn heute los? War gestern echt so harter Tag. So, neuer Tag, neues Glück. Ja, abgeflext halt die Bolzen immer noch nicht, aber schon mal nachgezogen. So, und siehe da. Sie hält. Ja, Auto steht drauf. Weil ich ein bisschen übervorsichtig bin, weil ich zum ersten Mal eine Bühne aufgebaut habe, lasse ich den jetzt mal 24 Stunden drauf stehen. Und wenn die Bühne dann noch nicht runtergefallen ist, dann wird die wohl erstmal halten. Ja, gibt noch irgendwas zu sagen? Nö. Also sollte jetzt nichts weiter passieren und die Bühne fällt nicht runter, dann war es das jetzt. Und sollte das Video doch weitergehen, ist das Auto runtergefallen. Also, ja, ihr werdet es ja sehen. Gut, also schon mal das erste. Tschüss.